Was der Gorilla mit der Frau im Dschungel gemacht hat, schockierte die ganze Welt. Im tiefen, unerforschten Dschungel des Kongos begab sich die renommierte Biologin Dr. Lara Winter auf eine waghalsige Expedition. Ihr Ziel war es, das Verhalten der Gorillas in ihrem natürlichen Lebensraum zu studieren. Die Reise war gefährlich und beschwerlich, doch Dr. Winter war entschlossen, bahnbrechende Erkenntnisse zu gewinnen. Nach Wochen der mühsamen Suche entdeckte sie endlich eine Gruppe von Gorillas, angeführt von einem imposanten Silberrücken namens Kumba. Fasziniert von seiner Stärke und Ausstrahlung, entschloss sich Dr. Winter, ihr Lager in der Nähe der Gruppe aufzuschlagen, um die Tiere genauer zu beobachten. Eines Nachts, während der Dschungel von den Geräuschen der Wildnis erfüllt war, entfernte sich Dr. Winter kurz vom Lager, um Wasser zu holen. Plötzlich tauchte Kumba vor ihr auf. Die gewaltige Präsenz des Gorillas ließ ihr Herz schneller schlagen. Doch statt einer aggressiven Reaktion streckte Kumba vorsichtig seine Hand aus. Überwältigt von dieser unerwarteten Geste, ergriff Dr. Winter mutig seine Hand. Kumba führte sie tiefer in den Dschungel zu einer versteckten Lichtung, umgeben von exotischen Blumen. Dort lag ein kleines Gorilla-Baby, schwer verletzt und offensichtlich in großer Not. Kumba hatte Dr. Winter zu seinem Nachwuchs gebracht, in der Hoffnung, dass sie helfen könnte. Mit zittrigen Händen und unter Kumbas wachsamem Blick begann Dr. Winter, das Baby zu behandeln. Ihre medizinischen Kenntnisse und die wenigen Vorräte, die sie bei sich hatte, waren nun entscheidend. Stunden vergingen, während Dr. Winter unermüdlich arbeitete. Schließlich gelang es ihr, den Zustand des Baby-Gorillas zu stabilisieren. Erleichterung und Dankbarkeit spiegelten sich in Kumbas Augen wider. Am nächsten Morgen kehrte Dr. Winter mit Kumba und dem geretteten Baby ins Lager zurück. Ihre Kollegen waren überwältigt von der unglaublichen Geschichte. Die Nachricht von Dr. Winters Heldentat verbreitete sich wie ein Lauffeuer und erreichte bald die internationalen Medien. Menschen auf der ganzen Welt waren tief berührt von der außergewöhnlichen Verbindung zwischen der Biologin und dem Gorilla. Dr. Winter wurde zur Heldin, ihre Geschichte zur Inspiration für Millionen. Diese außergewöhnliche Begegnung zeigte, dass Mitgefühl und Vertrauen selbst die scheinbar unüberwindbaren Grenzen zwischen Mensch und Tier überwinden können. Dr. Lara Winter wurde nicht nur für ihre wissenschaftlichen Beiträge gefeiert, sondern auch als Symbol für den Schutz und das Verständnis der bedrohten Gorillas und ihres Lebensraums. Die Welt erinnerte sich durch ihre Geschichte daran, dass Menschlichkeit und Hoffnung überall existieren können, selbst im tiefsten Dschungel. ChatGPT kann Fehler machen. Überprüfe wichtige Informationen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Bis zum nächsten Video. For President.